Ich mache jetzt ein Wheelie für euch. Passt auf. Ihr werdet jetzt Zeuge von meinem allerersten Wheelie. Das waren meine besten Wheelies, die ich jemals gerissen habe. Ja, da kann man auch echt mal klatschen, Digga. Der letzte war ein F. Einmal F in Chat für den letzten Wheelie. Aber ich hab's probiert. Bei ihm lief aber rückwärts, Digga. Top 5 Stolen Motorcycles Recovery Video Compilation. Also, die finden wohl ihr geklautes Motorrad wieder. Found Dirt Bike and Motorcycle Compilation. Welcome back everyone to Top 5 All Time. And this is the Top 5 All Time. We're covering the Top 5 Stolen Motorcycles videos. Dann gucken wir, Road Rage oder so. Subscribe button. That would absolutely mean a lot to us if you guys could. We're closing in on 10,000 subscribers and our goal for this year is to get 10,000 subscribers before the end of this year. So if you guys can help us reach that goal, that would be absolutely amazing. Wo ist der Mülleimer in der Küche? So without any further ado, let's get right into in this video. In der Küche, John. I don't know, I got through the drive-thru or something, yeah? You know what I mean? What the crap? Oh my god. Oh. Dude. What's the crap? Digga, fake. Oder? Eins in Chat, wenn das fake war. Wie er einfach, wie seine Reaktion war. You know what I mean? What? Oh! Und wie ein Käfer liegt er denn auf dem Boden? Man kann das Gesicht nicht richtig erkennen. Oh my god. Oh my god. Und jetzt steht er auf wie eine 80-jährige Oma. Dude. Und hier könnte er greifen, aber er fasst ihm nur hinten auf den Rücken. Ah, komm. What's the crap? Ist das schlecht geschauspielert, Alter. Feeling like, oh my god. Yo, what the crap? Oh my god. Vielleicht rennst du mal hier über den scheiß Rasen, um ihm den Weg abzuschneiden, du Dulli. Dude, that has all my keys on it to my cars. Oh my god. Deine Schlüssel von seinem Auto sind dran, sagt er. Dude, my phone's on there. No. Why is he driving? Na, mal gucken, wie sie sich weiter die Story ausdenken. Hollywood durchgespielt, du sagst es. Ganz normale Reaktion, oder? Von jemandem, dem gerade live das Bike geklaut wird? Ganz normale Reaktion. Oh. War das schlecht? Wie kann man das denn in so eine Compilation knallen? Macht bis jetzt einen guten Eindruck. I mean, there's no key, you know. Budweiser Factory. On the first street, when you turn on the Budweiser. Man hört nichts wegen den scheiß Windgeräuschen, aber ich glaube, er, der Rechte, ruft die Polizei und das ist wohl sein altes Motorrad und der saß drauf. It's the first street, the next left. I can't have no more legal trouble, man. You ain't got no key. That's why I there is no key. Dead giveaway. You probably would have been better to keep running because now you're fucked. Vielen, vielen Dank. Yeah, it doesn't look like in bad shape at all. See if we can't get it to start. And I'll attempt to ride it out of here, I guess. Ja, wirkt schon ein bisschen komisch, das Video bis jetzt.
Woran erinnert euch das? Als Ankicken der Ural. 500 Mal. Well, after kicking it for the better part of 10 minutes, I realized that the fuel was off. Lol. So I'm wondering. Der Gashahn war die ganze Zeit aus, hat die ganze Zeit getreten, dabei konnte gar kein Benzin, Benziner meine ich, dabei konnte gar kein Benzin in die Vergaser laufen. Ural und dann der Feuerball, genau. They rode it till the carburetor ran dry. Moin Günther! And then ditched it in the trails. Ja, die Compilation ist auch schon wieder totaler Schmutz. Na komm. Oh, this is our customer's R6 with the tracking unit fitted inside. Oh, da ist Polizei. This is what we've used to get here today. And it doesn't look too badly damaged. There's some bits of bikes wrapped up komm, in the background ey. There. Sollen wir skippen? 220? Oh. Ihn gucken wir nochmal an. How's it going, man? What's up? That's a sick bike, dude. That's a nice bike. How do you like it? 220? When'd you buy it? Yeah. Oh, da hat er schon ganz schön lange gewartet. Ist auf jeden Fall nicht sein Bike. Und ich wette, der ihn fragt, der kennt das Bike irgendwie vom Kumpel oder so. You wanna turn it off a second? No, I'm saying you wanna turn it off a second? Was wäre mit expensive fails? Gibt's das Video? I don't wanna be a dick about it, dude, but that's my bike. Oh. Yeah, my bike was stolen a year ago and that's my Oh, busted, Alter. My bike. Cause I put the FMF stickers on it, just like that, and the purple seat is not supposed to be on a new bike like that. I put the purple seat on it. Oh, unangenehme Situation. Unangenehm. Aber auch richtig geil von ihm, dass er noch alles so vorher ausfragt und dennoch richtig freundlich sagt, I don't want to be a dick about it, but that's my bike. Did you buy it from someone? Do you know who you bought it from? Digga, wie klein ist er, oder? Wirkt das nur so, oder ist er 1,50 groß? Yeah, see Ryan, I put that bar pad on it, remember the white bar pad? What's up guys? Just to conclude the video, the person in the video did not steal the bike. Ah. He actually paid $1,500 for it, and I do feel bad, but I'm actually surprised for 2 years later, freaking crazy good condition. Aber, to be honest, selber schuld, wenn man sich so ein Bike kauft ohne Papiere. Denn das muss dich schon stutzig machen. Also in Deutschland glaube ich nicht, dass es wirklich Leute gibt, die jetzt einfach ein Auto oder ein Bike ohne Papiere kaufen würden. Aber vielleicht passiert das in Amiland, auf irgendeinem Dorf schon mal öfter. Aber ja, selber schuld. Wenn du ein Bike ohne Papiere kaufst, musst du halt damit rechnen, dass es geklaut ist. Other than the tires. Bei Cross normal? Echt, ja? Wheel bearings kind of fucked, but now those are all the clips we got for you guys today. If you guys enjoyed this video, please drop a like on this video. Man hört es nicht.